Willkommen zu meinem Vollmond-Auswahl-Orakel. Es grüßt dich, die Sabine. Heute wollten drei Teelichter her, mit Düften, aber auch in Farbe gehüllt und eine Themenkarte, die ich erfüllen werde. Also schau mal, was ruft dich? Das gelbe Teelicht, das türkisfarbene oder das rote? Und ja, ich bin sehr gespannt, was der Vollmond über die Karten zu berichten hat. Und ich freue mich jetzt auf die Legung und freue mich, wenn euer Symbol, also wenn dein Symbol, das du wählst, gute Botschaften für dich hat und Informationen, die dir weiterhilft, auf welche Art und Weise auch immer. Ich halte es kurz. Ich freue mich über Feedback, über Wertschätzung jeder Art, über Abonnements und danke euch von Herzen dafür. Und ja, grüß euch jetzt mal und leg mit den Karten los. Bye bye, bis dann. Also, wenn du die gelbe Symbolik in Form des Teelichts gewählt hast, mit dieser Spiralenmuschel oder Pyramidenmuschel. Genau, da haben wir ja schon Botschaften. Du bereitest dich auf ein, ich mach mal so, Spirale, hab hierher, guck. Du bereitest dich auf einen Endpunkt vor. Da ist jetzt was in, genau, du hast dich wohin gearbeitet. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, du hast dich wohin gearbeitet. Du hast dich dahin gewirkt im Innen. Und da oben ist ein Ziel. Und das hat mit dem zu tun. Und aus meiner, schau mal, ich habe hier eine kleine Box mit lauter schönen Sprüchen drauf, auch zum Aufkleben. Ach, der quietscht, der Tisch zum Aufkleben. Und da ist eine, habe ich eine rausgezogen. Und die kam auch in der Short Message letzthin. Jedes Abenteuer beginnt mit einem ersten Schritt. Und das kommt zur Muschel hin. Das heißt, was für mich ganz klar rüberkommt, ist, du hattest ein Ziel vor Augen, in welchem Lebensbereich auch immer. Konntest es aber nicht umsetzen und hast alles getan, die Muschel, um dahin zu kommen. Und jetzt bist du soweit. Du musst nur den ersten Schritt tun. Ich weiß nicht, was draufsteht. Ich fühle mal rein. Genau, und wir dürfen das Geld nicht vergessen. Da kommt natürlich wieder mein über alles geliebter Solar Plexus, das Chakra, der Selbstwert, der immer wieder in meinen Themen der letzten, wie lange mache ich jetzt hier schon Legungen? Ein Jahr. Hier auf YouTube, glaube ich, ein Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau, anderthalb. Immer wieder tauchte der Selbstwert auf und du hast jetzt deinen Funken gezündet. Du bist es dir jetzt wert und das hast du gebraucht. Das waren die Prozesse, die du gemacht hast, um das eben dieses neue Abenteuer, und du weißt, um was es geht, jetzt gelebt werden kann. Und ich mag hier jetzt erwähnen, wenn du denkst, nee, da bin ich noch nicht, dann stell dir einfach vor, also falls du dich im Selbstwertthema angesprochen fühlst, dann schau für dich, wo bist du in deiner Muschel des inneren Wirken? An welcher Stelle bist du? Ja, sei ehrlich mit dir. Hast du einen Wunsch? Was ist da oben? Was möchtest du erreichen? Welches Abenteuer ist da oben? Und das ist der Prozess,
Das sind die inneren Themen, die du bearbeitest, damit du in dieses Abenteuer gehen kannst. Und dann weißt du, wenn du jetzt zuhörst, was auf dich zukommt, wenn du ganz oben bist. Vielleicht hast du gerade angefangen, Selbstwertthemen zu bearbeiten, es dir wert zu sein, etwas Neues zu beginnen, bist mittendrin oder stehst kurz vorm Ende oder bist schon am Gipfel der Muschel und bereit, den ersten Schritt in etwas Neues zu tun. Das kann beruflich sein, das kann in der Liebe sein, das kannst du für dich entscheiden. Also du musst es nicht abhauen, wenn du noch in der Schneckenthematik, in der Muschel, wie sage ich jetzt, Schnecken, Schnecke, Schnecke, wo auch immer du stehst, das ist, auch wenn du ganz oben bist, hast du lange daran gearbeitet, dich selbst so wertzuschätzen, dass der Solarplexus in seinem Chakra wirklich so genährt wird von dir, wie er es braucht. Deswegen die Schnecke. Es war ein tiefer und langer Prozess. Oder du bist noch mittendrin. Also geh einfach von deinem Standpunkt aus und dann weißt du, wo du stehst und wie es weitergeht. So, mein Golden Tree Lenormand. Und da gibt es auch ein Zusatzdeck und das ist auch zu erwerben bei mir. In deinem Kopf, du weißt genau, wovon ich rede. Meine Hände werden warm durch diese Karte. Du weißt genau, wovon ich rede. Und es ist individuell, wirklich von Mensch zu Mensch verschieden, der dieses Symbol der gelben Kerze gewählt hat. Aber du weißt, um was es geht. Und im Kopf planst du auch schon diesen ersten Schritt. Du hast Vorstellungen, wie das sein wird, was du erreichen möchtest. Und wenn du da oben angekommen bist und wirklich dieser erste Schritt nötig ist zu tun, wirst du ihn tun. Ja? Das schau her. Das ist schon den ganzen Weg bei dir, dieses Vorhaben, da hinzukommen, wo du landest, wenn du an der Spitze der Muschel bist. Du hast es schon gut durchgeplant. Jetzt ist die Frage, ist es gut oder ist es weniger gut, wenn du das durchgeplant hast? Weil vielleicht braucht dein Plan mehr Spielraum. Schauen wir mal. Wir würden gerne wissen, also da ist jemand, der will einen Wunsch manifestieren. Er will dieses, nennen wir es Abenteuer. Es ist Abenteuer deswegen, weil es Neuland ist. Mit dem ersten Schritt betreten, wenn er dann oben an der Spitze der Muschel angekommen ist. Und was will uns dieses Vorhaben erzählen? Okay, das Thema ist, dass du aus einer unbewussten oder bewussten Angst heraus, weil das ist Neuland, da darf man auch Angst haben, dieses Vorhaben planst. Ja, gut. Das kann dir natürlich Sicherheit geben, sodass deine Angst dich nicht kontrolliert. Es kann aber auch Spielraum nehmen. Sind so viele. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das. Mensch, wir fragen mal weiter. Da ist ein Vorhaben. Dieses Vorhaben ist, bietet dir Sicherheit für einen Anteil in dir, der noch Angst hat vor dem Neuland. Aber irgendwie finde ich das gut. Du gibst diesem Anteil, ja, ich kriege Gänsehaut, ja. Warum höre ich nicht auf meinen Körper? Hätte ich doch gleich fragen können. Also, du hast bestimmte Vorstellungen von dem, was, was jetzt neu in dein Leben kommen wird.
Und das ist dieses, die Organisation schon Fantasie laufen lassen und sich vorstellen, wie es sein könnte. Und das ist auch ganz wichtig, weil eben dieser Angstanteil vor dem Neuen dadurch durch dich Sicherheit bekommt. Und dadurch, dass du in dir sicher bist, kann dich der Angstanteil nicht kontrollieren. Lass mich mal rüberschwingen zur nächsten Karte. Ich kann dir jetzt durch die Karten noch ein Stück weit mehr Sicherheit geben. Es fehlt die Gerechtigkeit aufgerichtet. Also nicht so, sondern aufgerichtet. Man sieht die Waage, es geht um Balance. Sie hatten Orangen, Rot, Königin, Krone, Schwert. Okay, was mir hierzu kommt, ist, es hört mir, ich, Moment, ich muss da, Moment. Vor dir liegt ein Ausgleich. Das vor dir liegt einfach ein Ausgleich. Stell dir vor, du hast deinen Selbstwert hier wunderschön in dir aufgerichtet, bist bereit für Neuland, hast wirklich ganz tief an dir gearbeitet. Du hast Dinge falsch gemacht, in deinem Umfeld wurden Dinge falsch gemacht. Es wurde bewertet und verurteilt, all das ist vorbei. Für mich kommt hier, du hast das große Ganze rückblickend verstanden. Auch wenn die Karte jetzt vielleicht eine andere Bedeutung hat. Für mich ist sie ein Teil von dir, egal ob du männlich oder weiblich bist. Rückblickend bist du so gewachsen, dass du weißt, dass alles, was passiert ist, seinen Grund hatte. Und dich in deine Kraft gebracht hat. Du bist oder kommst an einem Punkt, dass du deswegen, weil du das wirklich im Herzen fühlst, eigentlich gar nicht mehr verzeihen oder vergeben brauchst. Weder dir noch anderen. Und du weißt, dass das Leben selbst für ein Ausgleich sorgt. Jeder erntet, was er sieht, in welcher Form auch immer. Und du hast beschlossen, dass nicht du diejenige bist, die das entscheidet. Weil du bist an allem gewachsen, was in deinem Leben geschehen ist. Und es geht mir ganz tief in mein Herz rein. Du weißt, dass jeder die Konsequenzen seines Handelns alleine tragen muss. Auch du. Du vertraust in die Gerechtigkeit des Lebens und in all das, was ist. Das ist ein wunderschöner Punkt in deinem Leben. Und diese Gerechtigkeit wird auch in dein Leben kommen. Das ist wie, du wirst jetzt, es ist wie eine, wenn du diesen Schritt wagst, in dieses Neuland zu gehen, in dieses, das wird ein Abenteuer. Ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Es wird ein Abenteuer. Du gehst mit viel weniger Gepäck, da du hier etwas verstanden hast und das Leben selbst gerecht sein lässt. Für dich und für andere. Wow. Ich bin, also es geht mir jetzt echt so auf die Stimmbänder. Sie trägt ein rotes Kleid, du bist in deiner Wurzelkraft. Du hast ein Schwert in der Hand. Du kannst immer noch Grenzen setzen. Aber dieses blaue Tuch im Hintergrund ist wie eine Stärkung deines Selbst. Ich weiß nicht warum, die Weite, die Freiheit.
Du sorgst jetzt in deinem Leben, dass auch Balance herrscht und da, wo keine ist, wirst du nicht mehr in Helfersyndrom verfallen. Viele Botschaften hat diese Karte und dein Leben kann sich verändern, weil du verändert hast. Ja, das ist kein Wunder, dass jetzt das, was kommt, Neuland für dich ist. Kriegen wir noch irgendwelche Informationen? Also, allgemein sagen die Karten hier, egal um welchen Lebensbereich es geht, du selbst hast schon am Anfang für dich erfahren, welches Ziel du hast, in welchem Lebensbereich das ist. Hier wird nochmal der Neuanfang bestätigt. Du hast wirklich Bilder und Gedanken zu diesem Neuanfang, sodass dein, können wir das innere Kind mit einbeziehen, das noch ein bisschen ängstlich ist vor dem Neuen, durch dich und dein Vorhaben planen oder dir es vorzustellen, gibst du diesem inneren ängstlichen Anteil Sicherheit. Und was ich ganz tiefgehend finde, ist wirklich dieses, der Ausgleich kommt jetzt. Und dann schauen wir mal, wie das im Allgemeinen dann aussehen könnte, weil dann mache ich dann auch noch ein Stück weit, nee, das beendet die allgemeine Legung des gelben Teelichtes. Es geht um deine Verwurzelung nach unten und nach oben. Es geht auch, du kommst in deine Kraft, das heißt auch gesundheitlich wird dir dieser Neuanfang gut tun. Vielleicht ist es so, dass du sogar aus einem Feld herauskommst, sei es familiär, beruflich, partnerschaftlich oder im Alleinsein, das schwer auf dir gelastet hat, also dass da Dinge waren, die nicht zu ändern waren und du verlässt jetzt dieses Feld, weil es ist eindeutig, der Baum sagt mir, mit dem neuen Abenteuer, mit dem Neuland lässt du Toxisches hinter dir. Und das finde ich wunderbar. Und jetzt gucke ich noch, falls du dich für die Liebe interessierst, schaue ich mal, was das gelbe Teelicht noch zur Liebe zu sagen hat. Da hattest du der Vergangenheit, ja, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in der Zeit deiner Prozesse, dieser Muschelprozesse, gab es Verletzungen in der Liebe, die natürlich auch deinen Selbstwert und dein Wurzelchakra betroffen haben. Es gab in der Vergangenheit auch schon ein Gegenüber, das ist jetzt egal, ob du Mann oder Frau bist, das ist dein Gegenüber. Die Mütze ist deswegen hier, weil dein Gegenüber noch nicht über seine Gedanken und Gefühle spricht. Also das ist die Gegenwart. Und was wird daraus folgen? Die Begegnung. Ja, muss man nicht mehr wissen, oder? Der Prozess gilt für die Liebe genauso. Und dann nochmal Vergangenheit, Gegenwart und das, was kommt. Und ich mag hier einfach mal einfügen, wenn du mehr über deine Liebesbeziehung erfahren möchtest oder über irgendeinen blinden Fleck, der dich oder euch daran behindert, miteinander zu kommunizieren und euch zu begegnen, du kannst mich gern für eine persönliche Buchung, für eine persönliche Kartenlegung buchen. Ja. So, vielleicht hast du dich hier in der Legung gefunden. Das würde mich freuen. Und ich wünsche dir alles Liebe und bis dahin. Ciao. So, du hast die türkisfarbene Kerze gewählt. Da kommt für mich sofort das Meer und die Delfinenergie hinein.
Du kannst gern mal nach dem Krafttier Delfin schauen und ich hole den jetzt auch mal dazu. Da ist ja der Delfin. Aber ich wollte meinen blauen Delfin. Und dann hat der mich gerufen. Komm, Bett Schaf. Dem ist die Flosse abgebrochen. Ich glaube, der kann mit dieser abgebrochenen Flosse nicht schwimmen, nicht springen. Und das passt, merke ich jetzt schon, zu dieser Karte. Ich weiß nicht, was drauf, ich weiß nicht, welches Bild da ist. Meine Kehle geht zu. Da, wo die Flosse des Delfins weg ist, habe ich Rückenschmerzen. Mein ganzer Körper wird schwer. Ich möchte weinen, was ich hier nicht tue. Ich zeige auch meine Tränen nicht nach außen. Dabei möchte ich einfach, dass mir jemand hilft und mich in die Arme nimmt. Also ich spreche jetzt in Ich-Form, weil ich für dich fühle. Ist ja eine kollektive Botschaft, aber ich bin jetzt gerade mittendrin und ich bin wie angewurzelt an einem Platz und kann da nicht aufstehen und sehe aber, wie andere Menschen verändern und ich schaff's nicht. Und es ist so, dass die wirklich so, die Sonne geht auf und die rennen und freuen sich und gehen irgendwo auf ein Fest und ich sitze hier auf dem Boden und mir fehlt meine Rückenflosse. Ich kann nicht spielen gehen. Ich kann die Leichtigkeit nicht fühlen. Okay. Wo bist du noch unfrei? Wo möchtest du weinen und gleichzeitig möchtest du, dass jemand für dich da ist, obwohl du schweigst und es niemandem zeigst? Vielleicht spielst du sogar den Delfin, obwohl er in dir keine Rückenflosse hat. Vielleicht ist das der Delfin, vielleicht willst du es nicht zugeben, du willst nicht zeigen, wie es. Es gibt irgendeinen Lebensbereich. Das muss jetzt nicht dein gesamtes Ich sein, sondern nur ein einziger Lebensbereich. Und da kannst du mal gucken, was der Delfin als Krafttier zu erzählen hat. Weil der wollte ja unbedingt zu diesem Türkis hin. Und ich sehe türkisfarbenes Meer. Also türkisgrün. Und da kannst du mal gucken, was die Farben bedeuten. Also in welchem Lebensbereich fühlst du dich noch unfrei und kannst die Leichtigkeit des Delfins nicht leben und trägst es mit dir selbst aus. Es geht um dein inneres Kind. Was braucht das innere Kind? Was braucht dein inneres Kind? Du darfst deinem inneren Kind mehr Raum der Geborgenheit und des Rückzugs schenken. Schau mal, das sieht hier aus wie ein mit Blättern geschütztes Herz, sodass dann niemand. Ja, da ist dein Raum der Geborgenheit und es gibt einen inneren Kindanteil. Wir haben ja verschiedene innere Kindanteile. Es gibt einen inneren Kindanteil, der ist noch wirklich hier gebunden, der ist unfrei. Der kann nicht die Delfinenergie leben. Jetzt sticht's mir in den Darm. Was ist noch nicht verarbeitet? Würde ich jetzt ein Coaching machen, würde ich mit dir, wenn du dich hier in Resonanz fühlst, würde ich mit dir an diesen Ort der Geborgenheit reisen und das innere Kind treffen.
sodass da Begegnung stattfinden kann. Vielleicht kannst du das für dich alleine, wenn du es nicht alleine kannst. Vielleicht macht es jemand mit dir, aber bitte wirklich nur jemand, der dich auch auffangen kann, falls sich was zeigt. Oder auch hier bin ich buchbar. Fällt mir da zwar immer noch schwer, das auszusprechen, aber so weißt du das jetzt und es ist ja keine Pflicht. Hier geht es darum, ich habe ja auch die Karten nicht rausgesucht, sie sind ja gesprungen. Es gibt ein inneres Kind, das ist unfrei. Und das braucht einen Herz, einen Platz in deinem Herzen, einen Raum der Geborgenheit, einen Raum des Rückzugs, wenn dein Leben Chaos steht. Das ist deinem inneren Kind noch zu viel. Nimm es liebevoll in den Arm, wenn du dich in diesem Unfreisein spürst. Sei jetzt nicht sauer, dass es dann noch einen Anteil in dir gibt, dem es so geht, sondern freu dich, dass das innere Kind sich heute durch die Kartenlegung bei dir zeigt. Dann kannst du es nämlich ganz liebevoll in die Arme nehmen, mit einem Kissen zum Beispiel, und dich mit ihm unterhalten und dir Streicheleinheiten geben, dich selbst in den Arm nehmen und dir vorstellen, das ist dein inneres Kind. Wir fragen mal die Kleine, was sie dir gerne sagen möchte. Ah, das ist doch schön. Schau mal, es steht ein Aufstieg an. Also für mich ist es jetzt Aufstieg nicht, wie soll ich sagen, in dir steht eine Veränderung an. Die Veränderung zur delfinischen Energie mit komplett allen Flossen. Ja? Das ist jetzt nicht anstrengend, so wie das jetzt hier auf dem Bild aussieht, sondern das ist eine Ebenenerhöhung, ja, eine Bewusstseinserhöhung. Du hast etwas verstanden, du hast es schon verstanden, sonst würde sich das innere Kind ja jetzt auch nicht zeigen und dir sagen, was es braucht. Und dieses innere Kind, es zeigt sich jetzt, es zeigt sich dir, damit du es abholst. Es ist doch genial, oder? Weil es will ins Meer springen und mit den Delfinen schwimmen. Aber es fehlt noch so die Unterstützung von dir, unabhängig, ob du jetzt Mann oder Frau bist, fehlt die Unterstützung durch dich. Und es ist doch mega schön. Das Kind zeigt sich dir. Es will nur abgeholt werden. Dann stellt es sich die Frage nicht mehr. Gut, deine Antwort ist, ich denke an dich. Das Herz zeigt dem inneren Kind, ich habe dich lieb. Und jetzt gilt es nur noch, auch aktiv, wirklich aktiv, mit dir zu wirken oder dir helfen zu lassen. Weil dieses Kind will übersprudeln. Mit dir übersprudeln. Ihr zwei seid dann richtig, richtig mega geil sprudelnd drauf. Das lohnt sich doch, oder? Das lohnt sich doch. Die Freiheit, die Unfreiheit, die nehmen wir jetzt mal aus dem Kartenbild raus. Und da legen wir jetzt dieses bronzene, goldene Herz drauf. Möge die Energie wirken. Das ist eine Zusammenführung. Das geschieht jetzt schon mit deiner Energie, wenn du zu diesen Karten Ja sagst. Und jetzt guck mal, wie dein Körper reagiert. Dein Körper gibt dir die Antwort, ob du Ja sagst oder ob du Nein sagst. Du spürst für dich, ob du da bereit dafür bist oder ob es da noch so Ausrufezeichen und Fragezeichen gibt. Gut, das ist der allgemeine Teil dieser Legung. Ich halte es auch hier so, dass ich am Ende nochmal nach der Liebe frage für die, die Interesse dran haben. Ich muss mal kurz was trinken. So, wenn du jetzt Interesse erstmal an die Allgemeinheit, ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein bisschen helfen und du hast Impulse bekommen für das, was du für dich tun kannst und für deinen inneren Anteil, Kindesanteil. Und jetzt gehen wir mal für die, die sich noch für die Liebe interessieren. Vielleicht klappt es ja in der Liebe bisher nicht,
weil die Flosse noch gefehlt hat, weil die Leichtigkeit gefehlt hat, weil du dich nicht gewagt hast, in den Ozean der Liebe zu springen. Ah, das ist doch, Türkis ist blau und grün, oder? Schätze ich mal, rate ich mal. Herzchakra und Kehlchakra. Vielleicht hast du dich nicht getraut, in herzhafter, leichter, delphinischer Kommunikation in die Liebe hinein zu springen. Vielleicht warst du da noch unfrei bisher, weil ein inneres Kind das noch nicht leben konnte. Aber du siehst hier, es ist soweit. Das innere Kind hat nicht mehr wirklich Angst. Es ist schon neugierig und es ist auch schon mutig, aber es braucht halt dich als Selbst, dich als Person noch. Und dann werdet ihr wirklich sprudeln. Das finde ich so schön. Und da kann ich euch mal sagen, das ist entstanden im Linderhof. Da ist ja dieser Brunnen der Blumengöttin, der Flora. Und ich glaube, es gibt nur bestimmte Zeiten, ich weiß nicht mal, ob ein oder zweimal am Tag, wo diese Fontäne bis ganz nach oben geht und hinten dran steht ein uralter Lindenbaum. Genau. Und ich habe wirklich erwischt und es hat ein Herz gebildet. Und dieses Erblühen, diese Göttin der Flora, die in ihrem Gefühlsbrunnen sitzt und dann ihre Fontäne nach oben gibt, wirklich so weit hoch und ein Herz bildet. Und das kann sich natürlich auch auf die Liebe übertragen. Dein ängstliches inneres Kind ist soweit. Du hast schon viel an dir gearbeitet. Und ja, ich mag hier noch hinzufügen, falls du jemand bist, der noch nicht so weit ist, dann ist trotzdem der Ablauf der gleiche. Nur die Etappen stehen halt noch mehr Etappen vor dir. Wo führt das hin, wenn du deine delphinische Energie lebst? Was bringt das in der Liebe? Da kommt dann ganz schnell Bewegung rein. Schau mal her, das galoppiert das Pferdchen. Und ich denke mal, dein Gegenüber wird das energetisch spüren und sich auf den Weg machen. Oder er wird eine Botschaft auf den Weg bringen, die dir von dem Botschafter hier, vielleicht hockt er selbst drauf, dein Gegenüber, oder er lässt dir eine Botschaft zukommen. Und wenn du jetzt ein Mann bist, kannst du davon ausgehen, dass du derjenige bist. Also. Gut, wir hatten diese Woche die Legung, dass der Bär auf dem Weg zur Frau ist. Deswegen, ich wollte es gerade erklären. Bist du jetzt ein Mann, der hier zuhört, wirst du dich auf den Weg machen. Du kannst gern mal die Legung hören. Der Bär ist auf dem Weg in dein Umfeld. Der Bär geht gemütlich. Er hat jetzt einen Geborgenheitsfaktor. Das ist für mich das Muss. Und er guckt auch immer wieder, wo du stehst. Und das passt ja sehr, weil die Bärenenergie, das ist eine gesunde Autorität, das ist jemand, der auch Wärme und Liebe schenken kann und der aufgerichtet ist, der dich beschützen kann und der sich selbst vertraut und dann auch dir vertraut, weil er dann Instinkt dafür hat. Er beobachtet dich, wo du in der Entwicklung stehst und danach richtet er sich sein Tempo ein. Also, wenn du jetzt ein Mann bist, bist du das hier. Und wirst die Nachricht überbringen, dass du auf dem Weg bist. Und dein Tempo wird sich richten nach deinem, was du erfährst über dein Gegenüber. Und gut. Es ist manchmal immer so, ja, gut. Das kann auch eine männliche Energie sein. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ein Mensch, der das Yang intensiver lebt wie das Yin. Und liebe Frau oder du Mensch, der mehr das Yin lebt, wirst
überrascht werden durch das Yang. Ich glaube, ich mache das jetzt nur noch so, ey, das ist ja so umständlich. Ich komme dann so aus meinem Fluss raus. Für mich ist es viel einfacher, wenn ich sage, Frau, der Mann kommt. Ne? Und der Mann beobachtet dich, um es mal im Odewälder Dialekt zu sagen. Aber wenn du neugierig bist, kannst du da gerne in die Legung schauen. Da ist der Titel, dass der Bär unterwegs ist. Gut, wir fragen weiter für die Liebe. Jetzt wissen wir, also die Sonnenkraft aktiviert ihn. Und es ist auch spannend, weil dieses Yin hier, dieses viele Wässrige, der Delfin, die Leichtigkeit, die Gefühlswelt, dieses wundervolle Herz. Also wenn dein Herz sprudelt, wenn du sagst, hey, verdammt nochmal, ich will jetzt endlich lieben und geliebt werden, dann wird dein Gegenüber dir das Geschenk machen, dir seine Sonnenkraft zu zeigen. Ja, das passt ja dann zu dieser männlichen Energie, ne? Er wird aktiv. Jetzt haben wir deine Facette. Das, was in der Liebe kommt. Ja, und wenn du ein Mann bist, hast du vielleicht auch deine Gefühlswelten aufbrechen lassen dürfen, um diese Entschlossenheit leben zu können. Okay, die Elfenkarten. Moment. Also der Bär kommt. Er hat Entschlusskraft. Er will dich beschenken. Wo führt es hin? Ich kriege noch eine Zusatzinfo. Ihr habt euch schon getroffen, ihr seid euch schon begegnet, vielleicht. Nee, ihr seid euch schon begegnet. Und ihr habt schon Erfahrungen miteinander gesammelt und die sind mit einem Glas beschützt worden in eurer beider Herzen. Ihr habt das, was ihr miteinander erlebt habt, noch wirklich beschützt. Das war für euch ein ganz zartes Glück, das ihr nicht vergessen wollt. Ihr habt diese Begegnungen nie vergessen. Und das ist euer Liebesnetz. Es ist in einem sicheren Raum. Es ist nicht zerstört worden. Und weil ihr auch immer wieder in eure Erinnerungen eingetaucht seid, ist es schön. Ich möchte nicht mehr als ein, zwei Karten. Jetzt wissen wir, was war, was kommt. Wo führt das hin? Was passiert, wenn der Bär angekommen ist? Also, der Bär wird ankommen, wenn das Herz weit offen ist, wenn du bereit bist zu lieben. Eine, maximal zwei Karten, bitte. Ja, da braucht es nicht viel. Das ist für mich in diesem Kartendeck die Karte des Paradieses, das ein Paar miteinander erschaffen kann. Zwei Regenbögen, deiner und das der Regenbogen deines Gegenübers. Ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn das für dich zutrifft und viel Freude bei der Begegnung, wann auch immer sie stattfinden wird. Alles Liebe dir. Bye bye. Du hast die rote Kerze gewählt, die, wenn ich sie ohne Brille betrachte, einen pinkfarbenen Schimmer hat. Ich lasse mal lieber stehen. Ist schon ganz flüssig. Dazu wollte diese Muschel, und die ist für mich so dem Lauschen zugeordnet. Ich weiß jetzt nicht warum. Sie hat für mich eine sehr
in sich ruhende Kraft. Und da haben wir jetzt eine Golden Tree Karte. Und ich fühle mal rein, ich weiß nicht, was da steht, aber ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich sie ganz sanft in meine rechte Hand lege. Rot, Wurzelchakra. Rot, leidenschaftliche Liebe. Ich habe gesagt, ohne Brille ein Hauch von Pink. Pink ist für mich Liebe. Meine Hand wird warm. Ich werde plötzlich ganz entspannt. Ich lächle. Ah, noch so einen kurzen. Puh. Ja, so dieses echt jetzt. Jetzt spüre ich die Kraft in meinen Beinen. Und ich bin tief berührt. Also so dieses, ich kann es nicht glauben. Aber dieses tief berührt sein, ich kann es nicht glauben, nimmt mir nicht meine Kraft aus den Beinen. Irgendwie scheint in dieser Karte ein Wunsch wahr zu werden, der wahr werden kann, weil du dein Wurzelchakra gestärkt hast und damit auch dein Urvertrauen. Der Ring. Ja, das kann natürlich jetzt viele Lebensbereiche betreffen. Der Ring kann sagen, dass er etwas zum Abschluss bringt. Er hat hier Zeichen im Innen wie im Außen, wo ich sagen könnte, du hast ein altes Leben in die Heilung gebracht. Also ein Kreis hat sich geschlossen. Es kann sein, dass es um einen Vertrag geht, der entweder auf ein neues Level gehoben wird, weil der Ring schwebt ja über allem. Es kann ein ganz neuer Vertrag sein, der dir von oben gebracht wird, weil du jetzt bereit dazu bist. Also die geistige Welt unterstützt dich dahingehend, dass jetzt ein Vertrag, welcher Art auch immer, in dein Leben kommt. Oder es geht tatsächlich um die Liebe und um eine Bindung, die jetzt bereit dazu ist, gelebt zu werden. Dann fragen wir einfach mal, ob wir da noch Informationen dazu kriegen. Aber ich habe irgendwie fast das Gefühl, genau, dein Vertrauen ist gewachsen und damit kann diese Bindung oder Verbindung kommen. Und ich bin jetzt immer noch allgemein, ja? Lass es mal auf dich wirken. So war es bisher. Und jetzt ist es so. Das ist. Die Augen sind geschlossen, der Kelch in den Händen. Vorher war da noch vieles heil zu werden. Die Wende ist jetzt gekommen, die Karte ist so herausgefallen. Du willst bestimmte Dinge nicht mehr, wie sie immer waren.
Deswegen hast du mit dir selbst gearbeitet. Auf die Liebe bezogen bedeutet das, du bist bereit, den Kelch, die Liebe zu leben. Du willst tiefe Herzensfülle. In den Bereich auf Berufliches bedeutet das, dass du auch in deiner Arbeit jetzt mehr Fülle erfahren möchtest. Die Wende ist da. Und dir werden jetzt die Schritte angezeigt, die zu gehen sind. Also das alles wird mit Sicherheit passieren. Da ist Sehnsucht danach. Heute spricht das Schiff von der Sehnsucht nach dieser Wende und dieser Veränderung. Und du bist bereit, das Geschenk des Lebens anzunehmen. Du bist bereit, diesen Ring anzunehmen. Ich habe das schon gewusst, dass da gar nicht viel zu erzählen ist. Ob das jetzt beruflich ist oder ob das in der Liebe ist, das wird gut. Das ist ein Anker werfen, das ist ein sich Anker sein. Da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Das ist gelegt, egal in welchem Lebensbereich da ein Kreis sich schließt. Es wird sich wirklich total zum Positiven verändern. Ja, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.